Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Wer es mit dem Imkern begonnen hat, wer beginnen möchte mit dem Imkern, wer noch keinen Kurs gemacht hat oder aber einen schlechten Kurs gemacht hat, Imkerkurs, kann sich gern mein Buch Einfach Imkern mit der Bienenfarmer-Methode zulegen. Da wird auf 175 Seiten wird genau beschrieben, was wichtig ist bei der Imkerei, mit der Behandlungsgeschichte, wie man Bienenvölker richtig behandelt, welche gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen sind, wie ich mit den Ämtern gut klarkomme, wo ich Bienen aufstellen darf und viele, viele andere Dinge werden auf 175 Seiten beschrieben. Wo man das bekommen kann, mache ich hier einen Link rein. Das ist im www.imkerzentrum-eimeldingen.de. Ich werde auch einen Link in die Videobeschreibung reinmachen. Wer schon Imker ist, schon Erfahrung hat im Imkern und nicht mehr auf dem Beginnerniveau ist, der kann sich gerne mein Buch Der Erfolgsimker zulegen. Da wird auch auf 112 DIN A4 Seiten wird genauestens beschrieben. Jetzt zum Beispiel, da geht es auch um Zucht, wie man eine Zucht ordentlich einhalten kann in seiner kleinen Imkerei, egal wie klein oder groß die Imkerei ist. Die Oxalsäurebehandlung, Sublimierung über Jahre mit ausführlichen Tabellen wird beschrieben, wie man eine Corporate Identity einrichtet, Informationen zu Wildbienen, wie man seine Imkerei zukunftssicher machen kann, alles diese Dinge, ein CO2-Zertifikat zu erhalten wäre zum Beispiel auch so ein Ding, alles hier drin. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Eigentlichen, nämlich zu dem Video jetzt. Ja, jetzt läuft wieder unser Kursmodul 6. Geht weiter. Wir werden gleich sehen, wenn wir an die Bienen gehen. So, und jetzt gehen die Schüler mit einer speziellen Aufgabenstellung an die Völker. So, hier haben wir jetzt einen Schwarm, wo die Königin noch nicht gefunden wurde. Also ich habe sie noch nicht gefunden. Einer meiner Zuschauer hat sie gefunden, aber ich nicht. Ist traurig, aber wahr. Und jetzt lasse ich meine Schüler suchen, weil die können das besser als ich. So. Und der Mike ist hier, der Operator. Mal gucken, ob wir sie finden. Du weißt ja, Mike, das ist ein Armutszeugnis, wenn du es nicht findest. Ne? Naja, aber klar. Dann bin ich wieder schuld. Genau. Ist schon vorbereitet zum Aufsetzen für 9 Rähmchen unten. Gut, schick mal hier. Ist da Brot drin oder ist nur Essen? Nee, ist nur Essen. Kann sie dann hier drauf sein? Normalerweise nicht. Ja. Normalerweise, aber ich habe schon Pferde vor der Apotheke kurz gesehen. Also ich habe schon Königin oft an den unmöglichsten Stellen gesehen. Aber eigentlich ist sie da, sollte sie da nicht drauf sein. Nächste ist dann schon ein Bruträmchen, das sieht schon besser aus. Ja, läuft ja alle da so rum. Schön viele Unbienen. Hab sie. Ja, läuft so. Ja, guck. Groß, ja. Die Dani hat sie entdeckt. Sehr gut, sehr gut. So, die zeichnen wir jetzt. So, hier ist die Kleine. Und die kriegt jetzt ein Krönchen. So, jetzt haben wir das Krönchen. Und dann schauen wir, dass sie wieder freikommt. Der gefällt, ne? Und weg ist sie. Da ist die Königin-Finderin, die Schnellfinderin. Gut gemacht, Dani. So, und weiter geht's. Nicht, dass ich was zerdrücke. Ja. Oh, schöne Brut. Oh ja. Jawohl.
Das ist ein Schweinehaufen. Mal schnell reinhängen, ist nicht zu sehr. Oh, ist Königin. Wenn ich wieder reinmache, kann man gerade zumachen. Ja. Dann wissen wir, dass sie unten ist. Nein, noch weg, weil die ist schon mal zu. Ja, so. Gut, wir wollen denen ja was klauen, ne? Ihr könnt ruhig auch alles zugucken, ob ihr die Königin seht. Ich gehe mal auf die andere Seite. Wenn wir Glück haben, ist die Königin da. Sag jetzt mal nein. Eine Königin ist eventuell auch zu erkennen an kürzeren Flügeln gegenüber dem Abdomen und rötliche Beine. Rötliche Beine? Ja. Das sind Thronzellen, ja. Aber das sind aber sehr wenige. Das heißt, hier hat es wohl gefruchtet. Wie sieht es mit Brut aus? Sieht man irgendwas? Ja, da offene. Ah, das sind aber die Drohnenbrut, glaube ich. Die längere Flöte sind Drohne, ja. 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 Seht ihr die Königin? Na, ah, seht ihr sie? Ja. Ja, da ist sie. Da läuft sie da unten drin. Ja. Die war so mit. Naja, die hat echt kurze Flügel. Halt hier. Da haben wir sie. Reinhängen? Die wehrt sich. Ja, kannst reinhängen. Ja, meine jetzt lieben Freunde, inzwischen ist es Abend. Meine Schüler sind alle zu Hause. Es regnet in Strömen gerade draußen. Es ist dunkel. Es war wieder ein sehr, sehr schöner Kurstag. Sehr harmonisch abgelaufen. Meine Schüler sind wesentlich näher bei den Bienen jetzt schon. Und das freut mich natürlich ganz besonders. Die Aufgaben haben sie sehr, sehr gut bewältigt. Das lief wirklich hervorragend. Vielleicht hat euch das kleine Video gefallen. Würde mich auch wieder freuen. Dann sehen wir uns. Mal schauen. Vielleicht auch im nächsten Video.